Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die mit der Alpha 21 Experimental. Ja, wie ihr seht, es ist Nacht. Unserem letzten Beutezug haben wir die Beute hinterlegt. Und was sehe ich da? Ein Hirsch oder eine Hirschkuh. Ah, wieder der Bug hier. Das haben die auch noch nicht gefixt. Ob ich wohl auf diesen Dingern hier gehen kann, ohne einen abzukriegen, kann ich. Oha. Meine Hirschkuh. Mein Futter. Lecker, happa, happa. Oh, unerlegt. Habe ich hier irgendwo einen Zombie? Nö. Vielleicht sollte ich im Eifer des Gefechts sicherheitshalber, nur für den Fall der Fälle, meine erste Hirschkuh. Oh, prima. Ja, ich habe noch gesagt, hier ne, nur Hühner und Haubelhasen. Jetzt geht's hier zur Sache. Tag 5 und wir haben das erste größere Tier, das wir zerlegen können. Nehmt euch in Acht. Oh, nachgespawnt. Naja, da ja hier gerade eh keiner ist, kann ich das mal machen. Ja, also, ne, wie gesagt, wir haben den letzten Beutezug in Kisten sortiert, haben uns, glaube ich, auch ein bisschen was an Nahrung gekocht, beziehungsweise das ist ja oben noch dabei. Und ich wollte ja die neue Stadt erkunden, aber so ein Fluss hat mir so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Von daher würde ich vorschlagen, sofern die Nacht gleich vorbei ist, machen wir uns direkt auf den Weg zur neuen Stadt, um zu gucken, ob wir da vielleicht eher bleiben. Muss man mal sehen. Ich würde auf jeden Fall ein paar Sachen vielleicht noch mitnehmen, je nachdem, ob ich überhaupt was habe zu mitnehmen, was man vielleicht verkaufen kann. Ich gucke mal. Naja, tatsächlich ein paar Sachen hätten wir wohl. Die sind wirklich gleich. Früher war es ja noch mal so, dass man selbst, wenn man ne, gleich Waffenstufen gefunden hat, dass die sich von den Werten her unterscheiden. Das ist jetzt nicht mehr. Macht es um einiges einfacher, muss ich sagen. Ich habe so eine Pistole, die ist besser als die da. Die ist einfach zu langsam. Die nehmen wir tatsächlich auch mit. Man weiß ja nie, was für einen coolen Stuff die nachher da für mich überhaben. Ist der immer noch am Kochen? Tatsächlich. So, die ganze Munition werde ich jetzt nicht mitnehmen. Das sollte reichen. Essen müssen wir uns auch mitnehmen. So wie nachher Wasser. Warten wir mal ab, bis das dann alles hier durch ist. Hey, wir haben schon Wasser bekommen. Ha, ich habe 2 Punkte. Was nehme ich denn? Finde mehr Kochzeitschriften in der Beute. Ist jetzt nicht das Verkehrteste, aber ja, komm. Laufen und schießen. Okay. Machen wir mal hier. Das brauchen wir. So, von da würde ich vorschlagen, wir haben eine Mission. Da müssen wir hin. Dann, oh, noch ein Hirsch. Na, jetzt habe ich es aber hier. Schade, dass ich den verscheucht habe. Na, vielleicht habe ich ja noch Glück. Ha. Meins? Okay, jetzt sollte gerade irgendwie Essen nicht so das Problem sein für mich. Leider belegt das natürlich auch gleich 4 Slots bei mir im Inventar. Aber gut, was muss, das muss. So, wir haben eine Mission. Auf geht's.
Ach so, ich dachte, hier würde eine Straße lang gehen. Tut's ja gar nicht. Oh. Dann halt da lang. Auch nicht. Meine Güte, das ist ja schwerfällig hier. Hallo. Oh Gott. Das war ja süß. Guck mal, hier können wir noch ein bisschen unsere Molotovs mitnehmen. Also im Moment haben die Zombies nicht wirklich was entgegenzusetzen. Hallo. Das ging ja auch ziemlich flott. Naja, schade, nichts zu holen. Gucken wir mal, ob wir noch ein Rezept haben. Schau an. Medizinische Handwerklichkeit ist prima. Wenn du schleichend sprintest, ja, das ist auch immer gut. Und hier haben wir Fertigung von Knüppeln. Perfekt. Wenn ich Glück habe, finde ich hier noch was zu essen. Oder auch nicht. Von daher. Gucken wir mal, dass wir in die Richtung kommen. Irgendwie habe ich die Hauptstraße verpasst, aber hey, mein Gott. Hauptstraße kann ja jeder fahren. So, schauen wir noch mal, ob wir ein bisschen Honig abgrasen können. Nö. Gehen wir mal auf die Straße und mal sehen. Vielleicht haben wir da noch das ein oder andere Auto, was wir denn looten können. Vor allem hoffen wir mal, dass es jetzt hier auch eine Brücke gibt und ich hier nachher nicht lang fahre und dann gibt es hier keine Brücke. Boah, das ist so schwerfällig. Guck mal, da kann man was looten. Oh, ein besserer Helm, würde ich mal sagen. Und die nehmen wir auch noch mit. Den tauschen wir direkt aus und tragen den. Jo. Na, Huhn, traust du dich? Bist du mutig? Ich hoffe jetzt mal wirklich, dass ich nicht der großen Straße nachher irgendwann folge, dass der Weg mich dahin führt, auch wenn ich jetzt mal einen kurzen Abstecher mache. Eigentlich geht es da ganz gut hin, weil hier scheint eine Stadt zu sein. Vielleicht ist hier das Wasser zu Ende. Das wäre natürlich prima. Gucken wir mal. Hier ist auf jeden Fall sowas wie ein Bunker. Guck an, Trader gefunden. Saloon. Immer noch kein Honig, wie es halt ist, ne? Wenn man Honig braucht, ist kein Honig da. Hallo. Okay, irgendwas scheine ich mit meiner Steuerung gerade gemacht zu haben. Irgendwie ist es jetzt etwas umständlich. Und nicht mehr so intuitiv, komischerweise, wie man gerade sieht. Ja. Macht sich eh besser, hier zu looten, wenn man kein Fahrrad fährt. Also gehen wir mal zu Fuß. Open, na sowas. Da haben wir einen dicken, den lassen wir da mal. Ja, ja. Ich bin schon wieder überladen. Hätt's gedacht. Feuerstücke, dann Vorschlaghämmern. Ja, warum nicht? Wir brauchen ja nachher auch perspektivisch ein bisschen gammeliges Fleisch für unsere Beete, die wir irgendwann mal machen wollen. Also Gammel mitnehmen. Die kommen in die richtige Richtung. Zum Glück haben, finden wir eine Menge toller Samen und Gammel. Ich sagte, toller Samen. Hopfen, ja. Hier kannst du behalten. Ja, Holz brauche ich auch unbedingt. Na, mal schauen.
Zweierbogen habe ich selber. Zweierschaufel auch. Das brauchen wir. Oh, ich bin schon wieder überladen. Wie kann das denn sein? So viel habe ich doch gar nicht. So, hier Huhn. Wenn ich nicht so heillos überladen wäre, sonst hättest du keine Chance. Das ist dir hoffentlich bewusst. Das ist jetzt dein Glück. Okay, vielleicht war jetzt das Fahrrad ganz gut. Was ist das denn? Einmal kurz gegen Stein geditscht, schon hier irgendwie 10% weniger. Läuft ja. Immerhin haben wir den Trader gefunden. Das heißt, ein bisschen neues Zeug looten können wir auch. Vielleicht finden wir ja ein paar schöne Sachen. Rezepte oder sowas. Boah, voll die coolen Serverschränke. Leider nur nichts zum Looten da. Hier. Aktenschrank. Was zu futtern. Das ist immer gut. So, das war's schon. Schade. Irgendwas noch versteckt? Nö. Die will unbedingt rein. Na komm. Bevor du das Ding kaputt machst. Gehen wir hier einmal rum. Oh, das sieht doch ganz gut aus. Was zu futtern. Chemiestation. Boah, nehmen wir auch. Bisschen Platz habe ich ja noch. Ja, nehmen wir auch. Da ist schon wieder einer. Und dich nehmen wir auch noch mit. Lassen wir sich den da hinten mal austoben. So, hier habe ich denn erstmal nicht. Hier hinten haben wir noch was. Ach, guck. Hier könnte ja auch noch was zu futtern drin sein. Oh, krass. Okay. Das ist ja echt cool. Also. So, direkt aufgemampft. Hoho, jetzt kann ich aber nachher hier Speck mit Eiern, jawohl. Ups, kein Platz mehr. Komm, 8, weg damit. Wir brauchen Platz. Boah, hier habe ich aber Glück mit der Küche, muss ich sagen. Gut, Kaffeepulver kann ich jetzt mal drauf verzichten. Aber das hat doch mal gelohnt. Küchen. Ja. 12. Okay, ich glaube, ich muss erst noch mal zum Trader gehen und dann weiter looten, habe ich das Gefühl. Weil so viel Platz habe ich hier gar nicht für die ganzen schönen Sachen. Gehen wir erstmal ein bisschen verkaufen, dann bin ich auch etwas flüssiger. Wo ist er denn hier überhaupt? Eigentlich in der Kirche. Gott, ey, du jappst wie aus dem letzten Loch hier. Hopp, hopp. If you are here to, don't spend it all in one place. But if you do, make sure it's here. Juhu. Darf ich dein Inventar? Na komm, erstmal hier Zeug loswerden. Das noch, das noch, das noch. Das kann alles weg. Das willst du nicht. Ja, sieht doch erstmal ganz passabel aus.
bin schon nicht mehr ganz so gruselig überladen. Zwar immer noch genug, aber okay. Die kaufen wir mal. So, hast du denn irgendwie was Cooles? Ja, Munition, okay, Kochtopf. Rezepte, aber die kaufen wir nicht. Was zu futtern? Jetzt ist jetzt ziemlich... Antibiotika. Also ich habe immer noch keinen Honig gefunden. Darüber sollte man tatsächlich mal nachdenken. Hey, come again. Irgendwas, was man hier... Schade. Also das haben sie geändert. Das kann man hier nicht mehr looten. Das finde ich ein bisschen schade. Selbst da kann man nicht mehr rein. Dass man hier die Sachen beim Trader nicht mehr so wirklich looten kann. Gut, hier hat man jetzt mal ein so eine Sache, aber finde ich ein bisschen schade. Guck, das geht dann sogar weg. Naja. Ja, das war's dann hier auf jeden Fall. Ha, Bücher. Knüppel, juhu. Weniger Ausdauer, genau das Richtige für mich. Nochmal Bücher. Handfeuerwaffen, auch prima. Ja, läuft. Was haben wir hier? Noch so ein Beichtding. Das auch nichts. Okay, dann kann ich ja mal hier weitermachen. Haben wir hier noch was Cooles? Sieht nicht so aus. Schade, hat eigentlich echt viel Potenzial. Aber gut, ist nicht schlimm. Ein bisschen gibt es ja was zu looten. Ist ja nicht so, dass es hier gar nichts gibt. Keine versteckten Munitionskisten mehr. Und wenn, liegen sie vor der Nase und man kann sie nicht looten. Nicht vorgesehen. Schade, schade. Dann bleiben wir halt bei den Müllsachen. Ist auch okay. Aber hier so ein Zelt. Sieht schon cool aus, so vom Militär. Hat was. So, hier werde ich nichts machen können. Ist ja der Trader, also nicht vorgesehen. Da kann ich nichts machen. Dann gehen wir hier nochmal rein. Hier war ich ja noch nicht ganz fertig. Ach, die gehören diesmal zum Inventar. Okay. Ja, ist jetzt überschaubar. So. Dann war es das hier. Da drin ist das der Seiteneingang zum Trader. Genau. Kann ich, glaube ich, den Krankenwagen hatte ich noch nicht, meine ich. Ja. Gipsverband. Prima. Braucht man ja auch mal. Eine Militärkiste und ein bisschen Munition. Das ist doch in Ordnung. So, dann meine ich, habe ich auch alles. Jetzt kann ich nochmal reingehen und so meinen letzten Rest verkaufen. Und dann nehmen wir auch eine Quest an. Um mal zu schauen, was es hier so gibt. If you do this for me, I will. Die können, naja, machen wir mal. If you finish two more jobs this week, wird schon nicht so schlimm sein.
Ja. Hier haben wir eine Kirche, Haus, Bauernhof, hier jemanden, der Hallo sagen will. Okay, wir brauchen definitiv erstmal irgendwie ein Gebäude, wo wir unser ganzes Zeug ablassen, damit ich überhaupt irgendwie handlungsfähig bin. So, da ist die Stadt. Irgendwie würde ich hier mal in die Richtung vielleicht gucken. Die speichern wir uns mal. Geht die nicht verloren? Da habe ich den Maki gesetzt. Genau, direkt hier schön in der Stadt. Wo ist das geile Zeug? Hier, Pizza, Dingsbums. Das sieht doch ganz passabel aus. Oder das da. Willis. Auto. Ja. Automine, Achtung. Gleich zwei. Immer dann, wenn man anfängt zu looten, kommen hier von irgendwo die Leute. Ist doch einmal so. Also entweder das da oder das sieht auch ganz passabel aus. Banker und sonst. Ich kann mir natürlich auch gleich direkt die Bank nehmen, aber irgendwie wäre das viel zu schade. Ich guck mal, ob ich hier jetzt mal ein paar Sachen loswerde. Und das war's dann leider auch schon wieder. Die nehmen wir noch mit. Direkt coole Bücher. Was haben wir hier? Zigarren fertigst. Deine Handelswellen lassen nicht so cool aussehen. Boah, die stellen wir doch direkt mal her. Zigarre. Papier. Testosteronextrakt. Oh Mann, da brauche ich einen Bär für. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich über ein Like freuen und ja, abonniert auch gerne meinen Kanal, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, wenn ich wieder ein neues Video hochlade. Also bis dann. Eure Bora.